Eigentlich kann ich mir die Open Card fast sparen heute, weil ich hab mehr oder weniger eigentlich schon alles, was ich brauche. Doch, doch. Zum Beispiel. Ich finde wieder nicht hartigartig, was ich jetzt so Hilf lassen. So, dann schauen wir mal, was da abgeht. Was werden da jetzt um einen Berg um. Warte mal. Um einen Berg was du baut. Das heißt. Ich kenne die Zone nicht ganz. Achso, da unten. Ich sehe es gerade, ja. Ja, ich sehe es, es ist ekelhaft. Matsch? Ja? Wo sind das beim Maxi, die Stromnetz immer wieder, was schwach ist? Es darf halt eigentlich nicht sein. Was geht da gegen Dinger, weil es ist, wie soll ich sagen, sein Ding war ab und zu weg, aber nicht immer. Weil du solltest eigentlich schon im Plus sein, aber ist die Frage wie weit. Nicht viel zumindest. Tust du schon streamen? Ja. Ich muss mich zuschauen, damit ich sagen kann, ob das passt so wie es ist. Weil Stromnetz war, wie soll ich sagen, ich hab gefühlt 5% im Plus gehabt. Und wenn, dann ist bei Maxi ausgefallen, der Scheiß. Der hat meistens hinter aussehen die ganzen Gebiete, wo seine Wasserversorgung so ein Kack ist, oder. So, also okay, ah, das heißt, ich bin da oben. Ist da Autobahn? Oh ja, das ist Autobahn. Oh, und da, oh mein Gott, echt, jetzt die Serpentinen. Ich hab Angst. Was zum. Wo geht denn da die. Okay, oh Gott, okay, oh Gott! Okay, es ist schon weit auf. Geht da durch den Tunnel durch und auf einmal und auf den. Nur mit der Hand und durch und dann. Und er kann fliegen. Was ist das da? Ist das. Ist das Wüste eigentlich oder was ist das da? Ach so! Oh mein Gott! Das ist das selbe Ding. Oh mein Gott, was? Ja, das habe ich mir eigentlich auch überlegt, aber. Die ist spannend, nehmen wir es einmal so. Außerdem glaube ich, mache ich nicht auf der Insel bauen, weil die hat Landwirtschaft. Ich glaube, da werde ich mein Agrar laufen lassen auf dem Ding. Das mache ich ohne Agrarbezirk. Außerdem ist die Schee weit weg vom Rest von der Ding. Und das zwar habt ihr schon Ding, Universitäten, gehen wir davon aus. Ich hab keine Bird. Ah, ich hab's gar keine Bird? Da ist was. Da sind Sachen abbrennt, das wisst ihr, oder eingestürzt. Ja, abgebrannt, Anglerhütte. Du hast jetzt aber Ding, gell? Aber es ist mit Wiederaufbau gekommen, oder so. Ja, du musst das Ding nehmen, du musst ja dieses Katastrophenschutzding bauen und das. Warte mal, ist das irgendwo? Nope, es ist nirgends. Alles klar, ich weiß, warum es nicht geht. Was hat da kein Ding nicht? Was ist das? Gott. Was? Ich hab mal gerade um wie viele Kreuzungen das da Probleme machen könnten. Beim Max. Wenn ich es gleich aufziehe, als wäre. Du. Auf der Map. Du hast da jetzt Probleme, wie gesagt, auf dem Ding. Zwar nicht Strom, ist ungefähr so, wie ich gesagt habe, oder? 5%. Stromdüssen ist eigentlich quasi doppelt so viel vorhanden, als wir es. Schon doppelt. Mir ist viel gekommen, es war irgendwo bei den 5% oder 5 bis 10% mehr, hätte ich eigentlich nur mal geschätzt. Weil ich man muss nicht zusammenschließen, nicht, dass der Staat keine Probleme hat. Seine sind zusammengeschlossen gewesen. Mehr nicht. Mehr ist seine Stadt orange. Die sollte aber zusammengeschlossen gewesen sein. Wo fällt's? Warte. Ah, es ist nicht eine kleine Verbindung wahrscheinlich, Ben. Du streamst aber noch nicht, schau dir das an. Moment. So, machen wir groß. Der Narc tut schon wieder. Antoni sieht man Narc. Ja, ich weiß, deswegen. Zeige ich gerade den Narc. Schau der Narc mit 7 Zuschauern an. Nein.
ist ja. So sieht man überhaupt nicht, mit wenig aller Sünden tue. Die sehen. Die sehen die scheiße Lilith Girl DM auf der Seite. Warte mal, seinen Titel noch da. Das stimmt jetzt auch nicht mehr. Ja, Tag der Ruta. Bald wieder da. Ja, sowas gibt's auch. So. Weil die sollten Schutz angeschlossen sein, nämlich über. Lass mich überlegen. Über den Süden unten habe ich nämlich eigentlich ein paar Dinge. Habe ich mich eigentlich. Die einzige, die noch nicht benannt ist, wahrscheinlich. Das ist eine dicke, fette Lüge. Oh nee, was tust du? Ja? Naja, ich hab 30 gehabt. Immer grün, Hügel. Grün. Der Everstack. Der Everstack? Was? So wird die. Das sind so alles Quellen, oder? Das geht da ab. Dann mal gleich starten. So, jetzt sag mal, wo hat. Achso, da ist wirklich was angerissen, aber das habe ich nicht anreißen lassen. Warte mal, was ist denn das für ein Speicherstand? 94.000 wurde. Ah, okay, passt, ich weiß warum. Das ist wahrscheinlich der Ding. Aber Blitz, der muss es. Der muss. Hä, hey, das hätte ich nicht mitgekriegt, dass der eingeschlagen hätte, einer. Beim Maxi war es auch gerade so. Hätte nicht sein dürfen, dass du jetzt. Das hätte ich mitgekriegt nochmal. Tausend. Drum hast du, der was Schreiber nachbetrieben hat. Du musst nach vorne reißen, Hagerzeiten. Nein, ich hab nicht auf. Naja, pack. Oh Gott. Aber ich wollte da den Bereich da hinten bauen. Willst du rechts bauen? Ja. Tja, blöd. Nein, da hat Ding. Ich komm ja so da, ich komm die Autobahn her und cutten auf du nicht kein Problem. Du, schau mal, was ich gemacht hab. Ich hab's ja auch nicht, ich hab's ja auch problemlos geschafft. Ich hab einfach den kompletten Personen- und Güterverkehr zwischen uns gehabt. Schau auf den Ding, auf den Zubringer unten bei mir, über diese. Na, unten, wie verbunden. Genau da, wo du gerade die Autobahn, oder die Stromleitung verbunden hast. Da unten ist der Zubringer. In die Stadt. Und bei mir kommt man nur mehr über ein Ding. Also bei mir muss er die Stadt verlassen, um zu mir herzufahren. Nein, es ist schon. Franzi, grüß dich. Es ist schon ganz normal verbunden, aber ich habe halt einfach eine Vorsperre für Autos und LKWs gemacht. Ich muss mir jetzt einmal die Map anschauen, halt, was da auf der Map was gebaut worden ist. Die muss gleich. Auf Franzi sein, halt auf Maxi sein Teil. Und auf dem leberkrank sein Teil, bei dir Prinz. Matsch, bei dir Prinz. Das macht's öfter. Ja. Aber ich hab schon so ein depperte Katastrophending, also das soll jetzt, selbst wenn es wieder brennt, wieder aufbauen, verloren. Es ist alles bestens bei mir. So. Schauen wir mal, was der Toni da für uns hat. Wie schaut's mit die. Also, wo ist jetzt mein Teil, wo ich bauen sollte? Du hast genau da. Verdraht. Und ja, bei dir auch alles bestens gesundheitlich oder ja, erträglich, sagen wir so. Ha-ha-ha-chi. So. Oh ja, schön, ich fange bei der Kacke an, oder? Fangen wir bei der Kacke an. Also gewascht ist du schon quasi die Nebenwirkungen von Covid. Oder ist. Weil was ich gesehen habe, bist du ja positiv. Oder habe ich das falsch gesehen? Kannst du sehen. So. Keine Ahnung, warum es da so komisch sandig ist da hinten, aber mir wurscht.
Wo eigentlich der Maxi baut jetzt zum Schluss auf der anderen Seite hinten, gell? Das ist da und der Maxi da baut. Ich schau nicht der Verkehr. Also, ist schon jetzt beim Besser werden oder ist es jetzt noch immer gleich, als wäre. Oder eher schlimmer? Was macht denn der Kuh? Wo hat der Maxi seine Autobahnanbindung? Ah, du lässt alles im Untergrund zu dir kommen. Oh Gott, ich sehe es gerade. Ich sehe gerade, wo es abfährt. Okay, verkehrstechnisch alles safe, oder wie? Ja, wie gesagt, das Industriegebiet, da habe ich die drei Auffahrten gemacht. Und ich habe halt, damit es nicht alle bei einer Auffahrt aufgefahren, habe ich da eine Maut gebracht mit dem richtig hohen Preis. Ja. Das ist, ja. Ja, dann meistens bewusst. Ich sehe es gerade. Ja. Das Problem, das Hauptproblem, was du oft hast mit der Ding. Die Stoteinfahren. Ja, aber das kostet richtig Ding, du kannst einen richtig auf der Straße sagen, dass sie es nicht dürfen. Ja, okay, dann Franzi, danke fürs Reinschauen und gute Besserung. So. Und da schaut er mit Seilbahnen nur, die gehen ja gar nicht so schlecht. Was denn sein? Aufzug oder was? Ja, ich hab da zwei Stufen, oder? Ah, da. Na. Hä? Hey. Ich hab generell mehrere Seilbahnen gemacht, die was alt so dick. Ah, da. Der braucht Soft. Der Schatz. Monorail. Also auch für die auf den Achsebene erhöhen, so quasi. Ah, okay. Ja. Verkehrstechnisch eigentlich. Was du da oben noch machen hast müssen? Da oben hast du einen fetten Nationalpark machen müssen. Tja, was tust du denn nicht? Aber prinzipiell, was ich da sagen kann. Einer von den Hauptproblemen, was wir haben, wird, sind Güterbahnhöfe. Die haben einfach. Das ist die Naturell davon, dass sie Ding produzieren, dass sie Verkehr produzieren. Nein, außer der Güterbahnhof bei mir. Ja, was etwas effektiver ist. Der Frachthafen. Was Maxim, schau doch mal auf einen Frachthafen bei Eisenerz-Dingsbombs-Gedöns. Bei Buchenholzplatz? Nein, Buchenholzplatz, man ist Holz. Sehen wir jetzt der erste Frachthafen Fluss aufwärts. Ich glaube, dass dies. Quasi, wenn du für die Map einherkommst, ja? Der erste Frachthafen auf der linken Seite. Da wo die komische Straße da ist. Da, ja, ich meine, die sind alle komisch, aber halt. Ja, wo ich. Der von außen und von uns wieder einherfracht. Oder an den Güterbahnhof. Frachthafen. Hast du da Einbau gemacht, oder? Ja, ja, das ist Einbau, aber halt der von nicht ins Gewerbegebiet, der von außen und wieder einher. Maxi, hast du schon wieder generelle Richtlinien gemacht? Mein Gott! Aber da sind schon wieder welche eingestellt! Ja, die hab auch nicht die gemacht. Du nie! Was ist denn so Arschweiche? Ich verstehe das nicht. Warum? Und dann sind sie nicht einmal überall drin. Woher, ein paar Mal. Na, da nicht. Warum? Ich tue es. Nein, ich bin nicht. Alter Toni, was hast denn du da für die Autobahn-Dinge ins Buch daheim? Ja. Okay. Was denn? Wo denn? Schau ganz geil aus, sind die vorgefertigt gewesen? Du machst jetzt von der Autobahn auf das Gewerbegebiet ein, ja, genau, und. Ja genau, das sind wohl vorgefertigte. Das ist eigentlich den Kreisel-Ding halt, was der Matsch hat, gerade halt ein bisschen kleiner. Und wie du siehst, funktionierst einwandfrei. Nice. Elektroautos ist absolut, hat keinen Vorteil. Außer dass wahrscheinlich leiser sind. Und kostet mehr. Ja, wow, brauche ich nicht. Industrie 4.0, ist mir auch scheißegal. Verringert der Ding. Na, flag up. Da kriegst du mich nur Verkehr, automatisch mehr Verkehr, auch wenn es mehr Ertrag hast. So, ich mach das mich viel mehr mit Steuern. Passiv. Apropos Steuern, oh Gott, die werden da furchtbar sein, oder? Wie schaut's mit den Steuern aus? Schau nicht da oben, nein, schau nicht hin! Nicht da hinschauen, nein, nicht da hinschauen! Nicht da hinschauen, nein, tust nicht! Ich krieg keine Schnappatmung.
jetzt ein bisschen durch. So, ich brauche jetzt da schöne Abfahrt. Da ist schön, da ist schön. Das schaut schön aus. Auch schön. Leer. Aber ich glaube, du magst dein eigenes Ding bauen. Oh shit, was ist, dass ich da nicht habe? Oh, keine Zuganbindung da, wie du denn da jetzt blöd. Wo ist denn Achse-Zuganbindung? Oh Gott, da unten? Echt jetzt? Muss jetzt den eigenen Zug da hochlegen. Spannend. Lassen, mal schauen. Hier? Ich hab noch gar keine gebraucht, keine extrigen. So. Ja, ja, ich sage, ich habe gar keine extra gemacht noch. Gerade beim Schauen, wie viel das gehen. Alle. Abwasserklärung. Bevor das umst wird, dass keine weiteren möglich sind. Hä? Oh, nein, so geht's ja gar nicht. Und der ist vom Winter sein, nicht hinaus. So. Das weiß ich nicht. Ja. Das musst du wissen. So. Fangen wir mal mit einer Schiene. Aber oh, mit 2 Millionen arbeiten. Das kann nicht so leichter machen, weil ich muss das bei der Autobahn kreuzigen, wenn ich schustern. Warum ist die schon wieder zweispurig? Ich hasse euch. Warum dort ist das? Wir bist denn zufrieden mit dem, der Geldausbeute? Ja, 45.000, das ist nicht schlecht. Der lässt bitte verhungern mit 15. Was hab ich gehabt jetzt zum Schluss noch? 30. Naja, schön in der Mitte. Nein, ich meine, das Bösen war ja so eine Peaks gehabt von 100.000. Hm. Oder mehr. Oh, Bergisel ist mein. Oh, nice. Ich wollte einen weiteren Lift aufbauen. Dissen. Hast du überhaupt. Also nein, Dissen hast du etwas gebaut gehabt. Aber noch nicht genug. Also ein paar Sachen gehen wir auch. Aber vielleicht kriegst du die verlassenen Gebäude zusammen. Berge pro Kopf. Ja, ich muss mal Piniva, Pagnata, Pineva. Wo ist ja drei Bahnkreuzern? Scheiß drauf, ich mach die. Die ist noch nie eine schlechte Idee gewesen, die ist immer gut gegangen bis jetzt. Bauen Sie zwei Instanzen von Häfen. Wo baue ich der Häfen? Du kannst doch keine Häfen. Du kannst gar keine Häfen bauen, außer du kriegst irgendwo so viel Wasser rein, dass du irgendwie externe Verbindung zusammen da zauberst. Aber externe Häfen, ja. Ja, na. Schau es touristisch aus, mach eine Touristenstadt. Kannst du machen. Warum? Die vorgefertigten zweispurigen Autobahnen, ich hasse. Ich kann nicht direkt, ich muss in den Winkel wegfahren, sonst geht's nicht. Ich mach das mit Movie wieder alles zusammen. Das ist auch eine ähnliche Geschichte mit dem Angebot mit 80.000 Millionen, sag ich mal so, oder? Ich hab noch nicht geschaut, was das genau ist. Er hat mir das auch geschickt und ist so, liegt mir das durch? Ich soll die Java lernen, oder? So.
während dem Spiel iPads vorbereitet und auf der probieren, Steuern 4, Steuern 5, Steuern 3? Nö. Na? Wenn, dann müsstest du gleich das Ding, als ich glaube nicht, dass es geht, sagen wir es mal so. Wenn, dann weiß man nicht. Ich muss gleich da nicht. Der Bahnhof macht sich immer mehr Probleme. Hat jetzt schon Probleme gemacht. Was für einer? Den, was du gebaut hast. Was macht der Probleme? Stau. Ja, weil ich die Menge brauche. Weil eigentlich ist ja leider deswegen so viel. Wohin ziehst du denn? Bitte zieh ich. Da zur Linie. Dass er nicht ausschlägen rausfahren muss. Das macht er so oder so. Das macht er so oder so, weil einfach hinterbei nichts ist. Oder reißt er ihm hinten ab. Das ist ein Kopfbahnhof in dem Sinn. Nein, das ist kein Kopfbahnhof. Es ist ein Kopfbahnhof. Ja, aber so. Dann musst du ihm aber hinten die andere Linie abreißen lassen. Sonst fährst du trotzdem ausschlägen, weil er fährst den kürzeren Weg. Ja. Ja dann? Ich fahr da rum. Da musst du aber dann auf die Hauptlinie aufziehen wieder. Viel Spaß. Das bringe ich hin, also das ist jetzt nicht das Problem. Du kannst ihn einfach anderen, du kannst ihn auch oben reinfahren lassen, das ist ja dann wurscht. Weil da muss aber auch gerade ein Stück von keine Probleme machen, weil bei mir hat er noch gar keine Probleme gemacht gehabt. Ja, bei mir hat er jetzt schon Stau auf die Hauptverbindung oder auf die Hauptbahn ausgemacht halt. Okay. Die warten so lange, bis die spawnen. Das Problem ist, der fährt uns normal nicht, wenn es ein Ding ist, weil das ist eigentlich ein Vielfaches und die Hauptbahnen, der fährt eigentlich nur ein Ding. Der war nämlich schon mal darauf ausgelegt, dass ein Ding, dass er, wie soll ich sagen, dass er, verdammt, wie heißt das? So, dass er, wie sag ich da, der war darauf ausgelegt, dass er quasi immer ein Vielfaches von einer Zuglänge hat, durch das der fährt uns eigentlich nie unfein stehen bleiben, aber, ja. Anscheinend kriegt man es doch irgendwie jetzt an. Rock City. Rock City. Mach mal Rock City. Ja, ich habe mich einfach kurz erst aufgetragen müssen, weil ich habe ja am Anfang da leider ein Ding gehabt, ein Aufkommen von 3 Zügen. Und irgendwann ist dann so viel geworden, dass es einfach nicht mehr gegangen ist. Maxi, wie viele Züge habe ich? Das Züge? Zukaufen mit mir. Es waren ja dann zum Schluss fast 1000 Leute, die da hin und zwischen Max und mir hin und her gefetzt sind. Und ich glaube, wenn du da anbindest, kannst du gleich die bereits vorhandene Bahn einfach als vom Maxi weiterführen lassen. Weil dann kriegst du meine Passive einer. Nachgeben, dass die Straßen verdraht sind. Jetzt kann ich wieder zubeziehen. So. Close enough, oder? Ja.
doch relativ hügelig da. Hat gar nicht so schlimm ausgeschaut ursprünglich. Hast du es nicht bewegen können? Mit der Move will ich nachher gern so einen Rücken bewegen. Aber irgendwie bleibt außer der Punkt, wo sie die Spotter tun, also wo sie Dinge treffen, bleibt gleich und ich mache Kurven draus. Hä? Hey. Ich verstehe das Move, du nicht. Du klickst einfach drauf. Achso, du musst schauen, Du musst die Dinger beschauen, dass die Punkte erwischt. Es gibt nämlich immer Sektionen, da kannst du den Anfang an Endpunkt einfach verschieben, dann startet halt da. Und dazwischen musst du die Neigung nur beeinflussen. Also du musst aber schauen, dass du dann ein Ding, nicht einen Mittelpunkt erwischt. Also dass du wenn du es fix verschieben musst, musst du das Anfang und Endpunkt von dem Punkt verschieben. Denn mit dem dazwischen kannst du leider die Kurvenstärke quasi beeinflussen. You know? Nein. Was nein? Das sind immer irre. Ja, was? Tell me the problem. Ja, ich weiß da nicht, ich verstehe die Tool aber nicht. Ja, was denn? Du klickst eine und dann siehst du eh schon. Aber du siehst dann eh, wenn du über Straße drüber hast zum Beispiel, siehst du dann eh schon gleich ein Bogensegment. Oder halt ein Straßensegment halt zumindest. Und wenn es einen Punkt erwischt, dann hast du einen Anfangs- oder einen Endpunkt erwischt. Wenn du dann so ein komisches Oval siehst, dann hast du halt den Segment erreicht. Und wenn du das Segment ausbrüllst und klickst, dann tust du nur die Neigung, also die Biegung von der Ding beeinflussen. Jetzt siehst du halt den Punkt. Zum Beispiel, wenn ich das ein bisschen auseinanderzahle, dann muss ich da den Punkt nehmen und da den Punkt nehmen. Ich verstehe, zuerst habe ich ganze Straßen verschieben können, jetzt schaffe ich es. Du musst ganze Straßen, wüsste dir nicht wie. Muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste dir nicht wie. Ich hab. Dann hast du es zufällig geschafft. Also, das habe ich noch nie gemacht, ganze Straßen schon. Jetzt kann ich wieder kurz Kurven machen. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hab nie eine ganze Straße schon. Keine Ahnung, wie du das machst. Ich hab nicht. Das weiß ich nicht. Ich hab, wenn dann nur wieder kleine Straßensegmente gemacht. Keine Ahnung, du zauberst! Frag mich nicht! Ja, gut, aber wenn die Straßensegmente macht, dann tue ich ja kurz. Da, im Punkt von dem Schirm, das zu passen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Ich arbeite nur so damit. Ich find's halt nicht was, keine Ahnung. Ja, weil, wenn ich die ganze Straße verschirmen kann, dann. Wieso möchtest du die ganze Straße verschirmen? Ich möchte wenn ich es bauen kann. Ja, weil ich die ganze die Straßensegment da einfach gerade mal Ball mit Millimeter links und rechts umschieben muss. Aber ich kann, wenn weil es halt mit mehrer verbunden ist und ich probiere diese mal bewegen, dann passiert gleich volle Chaos. Deswegen kann ich gleich alles.
Du siehst doch eh vorab schon. Doing, 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 doing. Das ist basically ein Gummibandel. Wie hat er das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Na. Ah! Aber das geht auch nur bedingt. Du kannst mit Shift ein paar zusammenhängen. Ja, ja, das schon. Aber das ist ja totaler Schmarrn. Das brauchst du nicht. Ja, voll. Shift hat auch seine Vorteile. Voll, voll. Außerdem, was auch cool ist, ist, wenn du das erhöhst. So, in der Tat kann einfach eine dreispurige Straße draus machen. Oder zumindest eine zweispurige. Zweispurig geht. Dreispurig geht jetzt auch. Noch nicht. Warum nicht? Okay, useless. Die ganze Autobahnendung ist scheiße. Ich brauche keine einspurigen Straßenendungen. Da nehme ich lieber mein Ding, da nehme ich lieber mein Highspeed-Exit. Was für die Resident, für die Ding hergenommen habe. Also, du wirst mehr ausgewählt haben, Maxi. Ja, war eigentlich als Team gewesen. Du quasi mit. Dreck und Drop. Also mit Klicken und Rahmenziehen. Ja genau, so ein Rahmenzug halt. Warte mal, kann man das... Hä, wie hat er das gemacht? Wie ist das, wenn er das gemacht hat? Ah, und damit Shift kannst du alles verschieben, tatsächlich. Rahmenziehen und damit Shift eins anklicken und kannst du alles verschieben. Interesting. Wow, 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 wow. Ich tue da malen mit dem Ding. So. Und dann kannst du wahrscheinlich auch mit Shift irgendwie. Die Pfeiltasten. Du kannst sogar erhöhen und absenken. Oh, cool. Aber wie haben wir das Draht? Das hab ich vergessen. Maxi. Du hast auf deinem Gebiet, was du auf der Map hast, ziemlich viel Eis, Erze und Öl und Ding halt. Wo es nachher wahrscheinlich den. Erze habe ich gesehen, ja. Also die Erzindustrie zum Beispiel kannst du voll aus. Die Ölindustrie, was ich habe, das ist jetzt komplett bei 100% beim Importieren. Und das eine ist halt ja echt nachher und halt ja, quasi auf muss nicht mehr so viel importieren. Und ich weiß nicht, was ich jetzt da anfangen soll. Ja. Okay, was ist. Ist ein guter Rat auf die Verkehrsmap zu gucken, Auslastung, Stau. Bei ihm brauchst du nicht schauen. Ja, du darfst nicht hinschauen. Nein, du nicht. Nein, schau nicht hin. Nummer Stau. Tu es nicht. Nein, tu es nicht. Du Arschstau. Du Stau. Grünstau, so? Ja. Ja, genau. So. Dann guck gerade. Da muss ich Geschwindigkeitsbegrenzung erhöhen.
So, 40. Ha, lächerlich. Das machen wir jetzt auf 100, sonst geht's nicht. Das muss ich genauso. Oder ein 80er. Ha! Ist wieder geil. 40, 40, 40. 100, 100, 100. 100, 100. Was, 80? Achso, das ist ja Industrie, also was machen das nicht auf meiner Seite aussehen von Messen. Ja, das kannst du auch machen. Beziehungsweise kannst du einfach ein Ding. Du kannst einfach ab. Anbindung einfach, also dass nur wie gesagt, nicht ins Staugebiet fahren können. Ja, ich habe wie gesagt auch die komplette ich habe meine komplette Industrie von seiner abkapselt. Und mein Verkehr. Also das Einzige, was beim Zug fahren kann, ist ein Servicefahrzeug, weil die lassen sich nicht anders gestalten irgendwie. So, hast du da eine Regelung gemacht? Ja, schau halt die Ding an. Schau da die Pinata-Ding an, die untere, wo die Dinge sind. Das Buchviertel. Das ist unter bei, das hat keinen separaten Namen. Genau über dem Buchviertel eigentlich, ja. Und nein, nicht per Richtlinien. Nicht per Richtlinien. Gehst in den Traffic Manager. Und da heißt's, Fahrzeugbeschränkungen. Vorletzt. Genau, und da habe ich einfach gesagt, es darf alles fahren außer PKWs und LKWs. Durch das können sie wieder abfahren und die Kurven zu mir umreißen, weil das haben sie mich zuerst gemacht. Wenn ich die Hauptrouten verboten habe, dann sind sie mich einfach zuerst rechts abgefahren. Nein, nicht! Lass das! Nein! Nein! Tu es weg! Lass das! Nein! Du möchtest unbedingt einen Stau haben bei mir, gell? Du Ratte, du Blöder. Hat du. Und da kannst du mich dann auch links sagen, Ding, du kannst mich dann auch links sagen, für die ganze Kreuzung übernehmen. Warte mal, das ist einfach immer eine nette Akkordos, oder was jetzt da? Na, das ist quasi der Weg zu mir auf, unterweg hinunter zu, weil hinunter fahren sie mich auch gern. Es ist basically nur die PKW und die LKW. Ja genau, dann geht's schon wieder los. Wow. Okay, die Leichenwagen, eben Leichenwagen dürfen fahren und die Rettungsfahrzeuge und so ein Scheißdreck dürfen fahren. Aber ja. Du merkst unbedingt, dass ich einen Scheißdreck benannt habe, gell? Ja. Merkst du selber mal Stadtufanger? So. Wie design ich das jetzt? Ich hoffe, 1000. Was hast du jetzt gemacht? Oder hast du das gleich gewartet? Nicht nur gewartet worden. Ah, okay, dann sind meine Heiser fertig geworden. Echt jetzt? Das hat jetzt so viel noch gebracht? Ja. Wow. Aber ein Haufen Kranke wundert mich aber. Du sind noch ein Haufen zum Bauen und Heisel sind bei dir noch ein Haufen halt, was sind. Ja, was? Aber mich wundert, dass so viele Leute krank sind auf einmal. Das war es ist nur nicht. Ja, Aufschöpfung für die Heisel und so. Ja. Aber die kranken Leute wundert mich schon ein bisschen, wo die herkommen. Gesundheitswesen. Ja, eben. Verstehe ich aber auch überhaupt nicht, warum. Das hat mich noch nie ein Problem gegeben bei mir. Bestattungswesen soll safe sein. Ja. Aber was sind die Gesundheitsdinge problematisch, dann verstehe ich. Egal. Kann sein, dass bei dir alles wieder mal brennt hat? Nein. Hey, der Feiner war Feuerwehren. Hast du? Du hast eine Feuerwehr nicht! Warte mal, ich glaube, du hast ein paar Feuerwehren und das Ding nicht. Wieso hast du den nicht? Sind das deine ganzen Feuerwehren, was du hast? Die drei Dinger da? Ja. Ja, dann ist klar, du hast Feuerwehren nicht. Die stinknormale Feuerwache zum Beispiel fällt dir. Die Bullen fallen da welche. Wieso hast du den nicht? Das sind keine Mod-Dinger. Okay. Du hast nämlich die normale große Feuerwache, die normale Feuerwache und die große Feuerwehrhaus nicht. Und Ding ist gleiche. Und bei den Feuer. Hey, das ist doch Base Game. Was ist los? Und der Video ist weg. Was ist der? Hackerzeiten! Nein, es lädt. Ja, aber ich verstehe gerade nicht, warum die Feuerwehrhäuser nicht da sind bei dir oder warum du die Dinger nicht hast.
Ja, die kannst du mal nicht verschwinden lassen. Glaubst du? Na, das geht nicht. Das ist Base Game. Das ist hundertprozentig Base Game. Das große Feuerwehrhaus, die größten Feuerwehrwachen, die hast du alle nicht gehabt jetzt gerade. Und auch das kleine Feuerwehrhaus nicht. Du hast mich nur das Ding gehabt, das komische. Was ist das für ein Steige? Steige Feuerwehrheisel und das komische da. Muss ich gucken. Also oh, so da mitten hat sich jetzt wieder Ding aufgeregt gehabt. Ein Ladeversuch von der Map. Okay. Du hast... Okay, du siehst das Mining nicht, gell? Du hast das Feuerwehrheisel nicht gehabt, das, ja, Feuerwache. Die hast du eigentlich alle gehabt, ne? Nein, eben, du hast nämlich nur die Feuerwache gehabt, die komischen Turm, die Schiere und die modernen zwei hast du nicht gehabt. Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Weil die eben die 25 hast du nicht, habe ich nicht gesehen bei dir jetzt. Egal. Jetzt... Autobahn. Da, und dann haben wir da. Ich hätte gern irgendwas. Dingtechnisch, mit dem ich starten kann. Irgendwas öffentlich verkehrstechnisches. Jetzt wäre gut. Hey, schau, du hast ja der. Die Feuerwehrhäusel. Ah, das ist Feuerwehr. Das ist Feuerwehr. Ja, du hast ja da alles Große. Und du hast die Kleine, nein, du hast die. Du hast die selber gebaut, also musst du sie haben. Ja. Was mit deiner? Ich weiß nicht, dass jetzt gerade noch an der Mann sich gewesen bin, aber halt. Ja, aber selbst. Mal schauen. Dass da die Gebäude nicht der fast die Gebäude nicht einfach fallen, weil du müsstest nämlich auch Löcher drin haben, dann mittendrin. Ah, schau, die. Broken. Du hast einfach die Broken Assets weggeklickt. Da, schau dir, feine Ding. Die sind immer da. Wieso? Ich hätte die Broken Assets-Meldungen an deiner Stück gelesen. Ja, schau, der Feiner hat total viele Sachen. Weil das war nicht ansatzweise so viel abzwickt. Ja, stimmt, da wäre etwas gewesen sein. Oder? Nein, das ist nicht drauf. Jetzt ist es nur schlimmer. Mitten in der Stadt zum Beispiel. Warte, wir gehen mal. Nein. Bei der Ding, was du eines ums nehmen, da li. Links. Oh, da war. Ne. Ja, da war etwas. Das war ein Ding. Das war normale Feuerwehrhäusel, das kann man nicht. Und links da. Ja, genau. Links. Ja, genau. Da war ein Krankenhaus und da war das Feuerwache. Wieso hast du denn immer? Du hast das selber da verbaut? Und die Tatsache, dass da irgendwo. Was ist denn das? Da fliegen halt die ganze Zeit irgendwelche komischen. Ah, die Kriminelle. Ja, schön. Die ganzen Polizeiwachen, alles weg. Mhm. Aha. Ich weiß nicht, was du hast. Weil du hast sie. Ich hätte ja gesagt, an deiner Stelle mal die Broken Assets gelesen. Dann haben wir bei Neuladen. Ja, ja. Aber klick die Fehler mal dann einfach weg, weil die war wichtig zum Schauen, was los ist. Du hast keine gehabt. Da fallen jetzt aber nur mehr Häuser wie vorher. Geh mir links um. Geh mir links um. Das Strom nämlich auch nirgends mehr. Es fällt immer mehr. Da fallen komplette Häuser rein. Das wärst nur ein Ding gewesen sein, oder? Was suchen muss. Na, das ist alles gestanden. Das ist alles Büro. Das war alles schon da. Ja. Was hast du da schon wieder nicht? Mein Gott, warte mal. Spiel speichern.
Ich glaube, ich muss die beglücken mit irgendwas, wie es ausschaut. Toni, Max, hier ist. Speichern, viel noch nicht geschafft. So, laden. Innsbruck in Turns war laden. Der Feind noch und noch heißer und noch. Aber wie gesagt, die Tatsache, hast du jetzt wenigstens die Feuerwehrheiser und so einen Scheiß wieder? Weil das ist nicht mein Schwit, das ist definitiv. Lass das! Das brauchst du nicht! Die verbinden sich, die sind da! Wirst gleich sehen, dass sie da sind. Es fällt mich mittendrin, fällt nämlich auch einfach mal. Ja, schau, allein das, die sind nicht da, warum nicht? Es ist nicht. Du hast es verbaut, also da stimmt was nicht. Dann mal schauen. So. Es ist aus. Ja. Und das ist nicht mehr gemoddet, das Gebäude. Das Polizeihauptquartier hast du selber schon verbaut. Feuerwehrwachhaus hast du auch gebaut. So sollte die Stadt nämlich eigentlich ausschauen. Aber dass der Maxi da oben Sachen ohne Strom hat, das ist auch nicht. Okay. Dieses Ding war wirklich kaputt. Okay. Das gebe ich zu. Hast du irgendwelche Assets nicht oder so? Was ist das denn jetzt da komisch? Ich weiß nicht. Wieso, was ist das da einer geklont? Die, was du jetzt da hast, ja, aber du hast jetzt irgendwas. Das sollte mich eigentlich ins Brooklyn Turn 2 fassen. ja, weiß. Okay. Das Einzige, was nicht stimmen darf, ist das. Aber dass bei dir die Vanillasachen verschwinden, das darf's nicht sein. Was ich hab, ja gut, ein paar Tode habe ich zum Abholen, ja gut. Das ist mir wieder. Aber das ist auch leider nicht. Und das ist schon wieder hängen. Ja, ist gut, Spiel. Ja, ich hab's kapiert. Ein Fehler ist aufgetreten. Ein Fehlein. Im WLAN. Aber bei euch beide irgendwie gerade momentan. Weil bei dir, Maxi, bei dir hast du ja gesagt, da sind ein Haufen Leute krank und schmal gewesen, gell? Ja, eigentlich vorher auch schon. Das darf es normal nicht sein, speziell, dass alles hier war und so ein Schmal. Das ist ja alles nicht richtig. Schaut vielleicht mal im Workshop rein, ob da auch die Assets alle geladen sind, weil normalerweise gibt es auf da die Option Assets runterladen. Ich habe auf alle aktiviert. Okay. Alle aktivieren. Wo ist denn jetzt das Ding? Na, 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 na. Das hat eine Idee daraus gekostet. Das war ja in Brooklyn. Da nehme ich die. Aktivieren. Schau, was ist da? Ein Fehler ist aufgetreten. Was will er denn? Ich sehe es nicht, das ist so klar. Exception has thumb has reflection has amount caused an error system exception system reflection target de. Was für einer denn? Keine Ahnung. CSM 0 on disabled. Ich hab kein CSM aktiv. Hast du einfach einen Mod nicht oder was? Mono, Method, System. Schau, deswegen wollte ich nicht viel Mods hernehmen. Und dann so. Ich hab zugefangen. Da tut ja du gefangen. Tu mir alle abonnieren zuerst einmal. Vielleicht deswegen, ha? Vielleicht hast du sie einfach nicht, alle Dependencies.
Alle abonnieren und dann alle aktivieren. Wo steht da alle abonnieren? Rechts. Alle abonnieren. Ah, schau, wir haben einfach nur 8 geteilt. 0 von 8. Und dann alle aktivieren. Ich glaube, das sollst du auch da. Ja, ich glaube, das sollte der da. Ich denke mir nur, das gibt's ja nicht. Weil da sind nämlich die Dependencies mich auch dabei. Aber ich muss jetzt zuerst eine Autobahnfolge machen. Wieso holst du nicht eine? Weil ich eine gemacht habe, die was ganz cooles. Na dann. Jetzt gehe ich auch nochmal Spiel verlassen zum Hauptmenü. Eine Güte. Jetzt haben wir eine Stunde fast schon drin und haben wir nichts gemacht. Ihr habt es auf das letzte Mal gemacht, bitte. Inhaltsverwaltung. Max. Also, na. Gespeicherte Spiele. Ah, schau, gehauen. Es habt auch irgendwas dabei gehabt, was ich noch nicht gehabt hab. Vielleicht ist da auch irgendwas schief gegangen, was ich nicht gehabt habe. So. Jetzt nochmal laden. Maxias laden. Schaut das besser aus oder ist er noch beim Installieren? Oder schaust du gerade die Dinger an? Ich schau gerade die Dinger an. Ah, okay. Das könnte aber auch erklären, warum der Maxi bzw. du auch das letzte Mal so viel Klumpert gesehen habt, was gerade da sein hätte sollen. Also der Maxi jetzt und du vorher. Und jetzt. Na, muss ich jetzt neu starten, oder? Das ist sowieso. Genau dann, wenn ich euch alles. Ja, nein. Jetzt muss ich das Spiel aufwirken. Was das jetzt machen wir so? Da haben wir einen BRP-Screen rein. Ich krieg das Spiel nicht zu. Aufhören. Hab ich schon. Das geht gleich weiter, ist einfach nur mein BRB-Screen. Es ist nur lustigerweise genau das gleiche Hintergrundvideo. Klappst der Herz auf? Alte 4, ich sag. Hacker Zeiten. Oh mein Gott! Sieh dies, gib mal rüber. Gleich viel besser aus. Hast du jetzt auch wieder die Worten, die ganzen Dinge und Sachen, was brauchst? Max, wie schaut es bei dir aus? Also. So. Und den Strom hast du nicht gleich reparieren. Ja, das ist, den habe ich gesehen, der stimmt einfach nicht. Aber jetzt hast du wenigstens die Vorzeige da und die ganzen Sachen, was du brauchst, oder? Ja, jetzt schaut das Gewehrgebiet besser aus. Von Maxi? Oder quasi das ein Gebiet. Achso, ja. Ja, genau, das ist das Gebiet. Und dann erklärt sich vielleicht auch der Stau irgendwie anders. Oder hast du den jetzt auch wieder drin? Ja, wahrscheinlich. Aber es kann trotzdem sein, dass da ein Stau passiert. Aber eigentlich soll es ein bisschen besser laufen. Ich schau mal nach, ob da ein Stau ist. Ja.
Ja, da nicht. Ich muss einen Zug stehen, was du vorher gekriegt hast. Da, da ist auch stehen. Ja. Meine Augen. Moment. So. Nein, der kann eben nicht da sein. Beziehungsweise daher kommen. Ja, kann nur passieren. Es sind auch 6 Züge, glaube ich, oder 7 Züge auf der kurzen Strecke. Aber wie gesagt, dass er rückstaut, das. Eigentlich, der Stau hat eigentlich da nicht stattgefunden, sondern meistens bei mir. Weil da kämen sie relativ, wie soll ich sagen, lang, mit langen Dingen. Da haben sie lange Strecken davor zum Fahren. Warte, die kommt ja da so da. Tschuck. Nein, das ist einfach nur, weil, sie auch also der nächste Zug schon gekommen ist und der sind blockiert hat. Der darf aber wegfahren. Das ist normal. Der bleibt stehen. Ja, aber halt, die haben sie blockiert. Dass er einfach nicht losgefahren ist. Das geht jetzt normal nicht, aber gut. Das ist das. Weil das hat jetzt schon nie passiert noch. So. Jetzt machen wir da. Was hat denn der Toni da? Du hast doch sicher auch irgendwo schon Leid verbunden. Du hast keine einzigen Menschen über den Zug verbunden. Echt jetzt? Wie ist der Public Transport? Was? Wo ist der Public Transport? Ah, mit Luftschiff, na, oder? Ah, na, da ist dann. Mit Buhof. Dann geht's. Da haben wir. Intercity-Verkehr, ja. Kann ich den vielleicht endlich mal ausschalten? Das war ja super eigentlich, wenn ich das mal machen konnte. Na. Ich weiß nicht, was es ist. Ich darf Intercity-Züge einfach nicht ausschalten. Das ist zum Kotzen. Versteh's nicht. Macht null Sinn. So. Und Kimi, da hin zu dir dann. Weil ich da. Du hast sogar zwei. Und sogar zum Maximum geht auch noch eins. Und also, hä? Der Maxi hat sich selber per Monorail umbunden. Mhm. Are you fucking serious? Die Strecke mit der Monorail fahren. Oh Gott. Das war eine Strecke, die sie absolut mit Zug schon längst auszeit hätte. Und den Zugverkehr hast du einfach sein lassen. Was zur Hölle ist das? Was zum. Hä? Hä? Ah, oh Gott, das ist auch vorprogrammiert. Okay, das ist aber nicht mein Problem da hinten. Das ist viel zu weit weg, dass es hoffentlich mehr effektiv irgendwie belasten dürfte. So, und ich werde mich da einfach umhängen dann. Doch, aber ich habe nicht Angst. Oder mache ich da mit einer fetten Brückenmauer? Oder muss ich wirklich mit dem. Ein Luftschiff umbinden. Ich würde mit dem Zeppelin da hochfliegen müssen. Der will ein Ding machen. Hä, wo ist denn da Strom durchdrehen schon wieder? Ja, nicht gesehen. Intercity-Flüge waren nicht geil, aber ich würde euch nicht AirPods dazu legen müssen. Schaut die U-Bahn aus. Die U-Bahn-Basis ist nur Valuable Option. U-Bahn. Oh na! Nein! Maxi, bitte nicht. Nein, nicht einmal. Achso, der Ton ist auch so ein Mensch, der einfach die Dinger alle grün lässt. Was? Alle U-Bahnen. Gut. Nein, ich hab's bei mir nicht grün los. Oh, bei der Map. Nicht alle, aber die hassen alle U-Bahn-Linien so und so. Gut. Du wirst aber eh sehen, wenn du dann U-Bahn ziehen möchtest, was dann alles passiert bei dir. So, was ist das? Ah, das ist der Bus, das ist ein Gondel. Es hat alles irgendwann, nur nicht das, wo ich mir denke, so, das war jetzt sinnvoll zu eurer U-Bahn. Jetzt will ich da Gondel hochgehen lassen zu euch.
Das war eh witzig. Obwohl, das war scheiß Weidegondel. Das war voll witzig, da Gondel, oder geht die Hauptverbindung zu dir? Gondel. Das ist so dumm. Na, nur dumm. Die Fähre war eine valuable option, wenn ich nachher am Wasser drüber war. Oh Gott, das muss wieder die Autobahn gehen, sehe ich schon immer. Na, ich muss. Ich muss. Ich brauche irgendeinen Hub. Was machen wir für einen Hub? Zug U-Bahn. Zug U-Bahn. Wieso eigentlich nicht? Da kommt die Zug-Server noch. Durchgelassen. Zum Umsteigen. Nee, das ist Garbage. Da kommt dann regulären. Mal auf mehr haben. Eigentlich war ein Helikopter da ideal. Ein Fährbusknoten. Den schaut wieder nicht auf. Dass mir das Layout schon so fertig macht. Bus-U-Bahn-Hub, das ist doch eine Idee, ha? Huh? Bus-U-Bahn-Hub. Dann mache ich bei mir herum die Verteilung mit dem Bus, das ist. Nein, das ist garbage. Gibt's nicht Monorail. Monorail-U-Bahn? Zug-U-Bahn. Bus. Was ist das? Monorail-Bus. Das einzige Monorail-U-Bahn-Ding ist. Der depperte Zugknoten. Da kann ich genauso mit dem Zug dann fahren. Was du was? Machen wir den. Positionstechnisch brauchen wir jetzt auf der Straße. Das heißt, du musst erst das Layout überlegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, ich brauche aber das allererst erstmal ein Wohnviertel. Jetzt auch mal Mauer. Was? Warum? Achso, für die Stadtgrenzen-Trennung oder was? Die Mauer schaut aus wie ein Zaun. Ja, das ist ein das ist ein Maschendrahtzaun, ja. Maschendrahtzaun? Schau ich einfach aus wie Texas? oder Mexiko? Was ist mit dir? Mr. Trump. No, not so. Ja. Wow, 200 Megawatt. Das ist gar nichts. Ich sehe schon. Das wird mein Poop-Dam. Muss aber zuerst Wasser ablaufen lassen. Bevor irgendwas effektiv ist und erstmal auffüllen lassen danach. So. Der ist schon wieder da hinten. Ausgehende Verbindung benötigt. Was ist denn da passiert? Das ist kaputt. Toni, hast du da Sinkholes fallen lassen? Was, wo? Da sind Straßen kaputt. Ja. No. Was war Sinkhole einer gefallen da? Ja. Das waren zwei Sinkholes da einer geschnallt. Ja,
Achso, wir sind echt der Maxi gewesen. Was hätte ich gewesen? Du hast ihn mal zum Schluss gehabt. Achso, ja. So. Hackerzeiten. Ich mach das gerade wie ich will. Fuck you, bei der Stange. Kriegen wir noch wieder. Mhm. Schade war. User left your channel. So, ist mir scheißegal, wie es da hinten ausschaut. Das Ding so, ja, Verbindung unterbrochen. Eigentlich. Obwohl, nein. Ah, das Kreisverkehr-Tool war noch geil gewesen da. Das ist aber, glaube ich, da nicht einbaut in dem Traffic Manager. Da kannst du nicht sagen, okay, das war Kreuzung, bumm, schau, Kreisverkehr-Tool, bumm, Kreisverkehr. Oder gibt's was? Despawn. Was ausschalten? Natürlich ausschalten. Pfeile. Egal, Pech gehabt. Dann machen wir jetzt einfach verschiedene kleine zweispurige. Weiter. Wait, come on.
Wo kommt denn Vorsehkaffee nach? Viel Spaß! Geht doch. So.
das auch schon so. I invested my energy into getting you the lowest prices possible on athletic gear. Unlike the local sports teams, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices, and that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Just remember, when the game's on the line, who do you count on? Steel Frame Sports. That's who. Check out our ad in the Weekly Nickel. The Brontosaurus. For millennia, these gentle and graceful giants roamed the earth, grazing off the lush vegetation of the time. Their mere existence transformed the landscape and made a lasting impact on our world. It's that legacy that Dino Oil is proud to continue by using their eons-old dead bone goop to fuel your five-door wagon, making it the oldest form of recycling there is. Dino Oil. Embrace the power of bones. Don't you want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our three-day sleepaway camp is the perfect place to strike it rich. Who are we? Well, we're the number one dream makers in the region. And you are a motivated, driven, confident individual who has a desire to make it big. Run! Don't walk! Get your heart rate above 120. This is exciting. This offer is for you, because you deserve it. Soll das so? Soll das so? Ja. Ah, okay. Los. Rock City, where all the music is played on cassette. Es muss so kacheln. Cracking. Linie unfertig, ich weiß. Sag jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit durchstehe, hab jetzt dann.
Our linear healer fällt aus. Das ist ein. Machst du Bergbahn? Ja? Machst du Bergbahn? Hm? Nice. Heh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 
So. Ich bleib meine ungeraden Linien treu. Also, das mal. Klar ist nicht. Ah, dicht. Das glaubt man nicht. It's the sound of refreshment. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. At Sternberger, our cars are more than just hunks of metal that take you from point A to point B. They are also composed of industrial plastics, polymers and rubbers. We also know it's what's in the car that is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms connection of lost. Human, animal, or consumer cargo. The climate control device brings the air temperature to 22 degrees Celsius. Our way of making our cars comfortable for the majority. Okay. Ich glaube, das ist giftig, selber ist gerade geschmiert. Aber. Ja, was wird er wieder neu starten? Muss ich dann gleich checken. Ja, das wird auch noch spielen, das wird immer. Das wird immer für safe sein. Guitar, right? Well, that's what I thought too, but then I remembered the double guitar. Keep it here for double the rock, double the roll, and double the guitars. Okay.
Okay. Muss er mich? Nö. Schauen, was da los ist. Ja. Da. Was ist wieder? Der Server hat gerade neu geschaut, Windows Update. Okay. Aber nur der. Ja, mir ist schon viel gemacht. Ich meine auch so, es läuft noch alles. So, oh oh, Stream läuft noch, du spielst noch, alles hilft. So. Ja, ja. Okay, na, Internet läuft noch, okay. Na, oh na, na. Aktualisierung, na jetzt nicht. Trennen, lassen einfach laufen, bitte, danke. So, er sagt mir, ich kann die ganze Zeit aktualisieren, circa 5 Minuten. So. Ja, oh, und ich sollte vielleicht wieder entstummen. So. Fortsetzen. Tja, das war doof. Ja, von der schrägen Arbeiten, das ist ja lustig. Ja, Gott. Gott, dann machen wir zuerst. Ich darf einfach nicht mehr da kommen, da von innen her oder vom Brennen her. Da kommt nicht mehr, glaub mir's. Lass mal da noch zusammen.
Mit dem Wasser bin ich auch so frei, dass ich zusammenschließe. Ja, Wasser habe ich auch gemacht, weil das ist primär Maxis Verdienst gewesen, aber. So viel Terraforming aktuell noch. Nicht genug Erde, ja, ja. Das kommt schon wieder. So. Was ist los? Ah! Oh! Komm her schön. Ah ja. Ich wechsel mal. Ach so! Also, ja, nein, ich bleib schon noch. Okay, passt. Nein, bleib, mach weiter. Ich hab bloß gerade einen Raid gekriegt. Ja, ich hab gerade einen Raid gekriegt von Nark. Ja, ich hätte zuerst gemacht, dass er mich wechseln wollte auf Settis. Achso? Dann, ja. Ohne auch mit der Wimper zu zucken. Ich will ja schon fortsetzen. Wimper zu zucken. Ohne Arme nur zu blinzeln, haut er ab. Ja? Danke für die Sinn, Leute. Ohne einen Blinzleiser dahin, weißt du, so, flipp. So, Leid, schnö, irgendwo anders die. See ya, Loser. Ja, wir haben halt den Map-Wechsel gemacht. Ja? Also quasi, wir haben Rotation weitergemacht. Also, ich habe jetzt das Verkehrschaos von einem Kollegen gekriegt. Der Kollege hat jetzt mein finanzielles Chaos gekriegt, was ich hinterlassen habe, mit den 100.000 Profit pro Monat, ja, oder pro Woche. Oh nein! Ich so, hab, so ein Dilemma auch. Ich habe Geld gekriegt, nein! Obwohl, das hat der, nein, der Maxi jetzt gekriegt. Ja, der Maxi hat es gekriegt, ja. Maxi jetzt Money gekriegt. Nein, ich bin jetzt gerade einmal bei einer Aufzeichnung von so einer kleinen Berg-City. Die Eisenbahnanbindung habe ich schon gemacht. Das ist der Bereich gewesen, wo es letzte Woche der Lever krank gemacht hat. Den letzten Tag. Also, nein, das wollte ich gerade sagen, das war der Maxi. Lern nicht, das habe ich nicht gemacht. Ja. Zieh ich da meinen Trick, mit Maxi sein Schund. Nein, nicht der Maxi sein Schund. Ich bin extra hinten aufgegangen, da, zu denen, wo die Straßen noch schön grün sind. Hat der Kreisverkehr ruht. Ja, aber der Kreisverkehr läuft aber trotzdem. Und wenn er sich umdreht, ist ziemlich Stau, Industriegebiet, Stau. Stau. Alles rot, ja. Was ist das? Ist noch alles rot?
Verkehrsmäßig. Der Kreisverkehr ist rot. Hackerse. Ja, das ist der Bereich von Maxi. Also die erste Runde. Bereich hat der Maxi angefangen. Die erste Runde, ja. Dann die zweite Ding, den hat letzten Tag der Leber krank gehabt. Und da ist eigentlich alles ziemlich smooth, bis auf ab und zu halt mal ein paar Stockereien, aber das ist normal. Die lösen sich auch wieder auf, aber sowas ist halt da drüben. Ja, das braucht einige Zeit, bis sie sich auflöst. Ja, und ich habe jetzt heute eben die Karten gekriegt und ich mache mir da herum eine kleine City. Da ist noch kein Stau, da ist noch kein Verkehr. Ja, du sitzt wahrscheinlich da zwei Stunden im Stau, bis du überhaupt vom Industriegebiet rauskommst. Ja, ich bin schon da oben angefangen bauen. Sorry. Ich hab zwei Arme. Was? Zwei? wo muss ich jetzt da nochmal hin? Da brennen hoch, Straße entlang, da passt. So. Erst einmal Wasserleitungen legen, ja. Aber ist jetzt so ein Brenner umbaut oder was? Ich mir noch die andere Richtung auf. Okay. Nein, Brenner um, du nicht die Autobahn da. Macht irgendwo Sinn. Die Brennautobahn. Ach nö. Gibt da einen netten kleinen See. Da mache ich einen kleinen Park draus. Da in der Mitte können wir Park her. Gibt die meisten. Da herum Sinn, wahrscheinlich eine Schule oder eigentlich Polizei. Bling. Da können wir Polizei her. Ja. Ah, der Nacht folgt mir. Oh, danke schön. Ich habe mir schon gedacht, das ist komplett übersichtlich am Folgen. Ah, schön. Ja. Und da ist eben das Verkehrschaos mit Zügen. Da ist Stau bei Zügen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das schon gemacht hat. Guck mal, das Setting baut schon. Baut schön, oh nicht? Gott. Ja, schön, ich baue immer schön. Außerdem, wie gesagt, das ist was der Toni da jetzt da, was der Toni da jetzt fabriziert hat, hat noch nie ein Problem gemacht, also. Ja, es ist gerade von anderen Problemen da. Kein Stau, nix rot, einfach herrlich. Ja, wow. Komisch. Es ist alles grün bei mir, also ich weiß nicht, was er hat. Was ist das da? Das ist gar kein Kreisel. Das ist sogar das Simpelste zum Fahren überhaupt. Du suchst am Anfang eine Spur aus, fährst bis zum Ende durch, Ende. Kein Stau, kein gar nichts. Unstaubar. Unstaubar, das Ding. Die Dinger sind mega geil. Die schauen zwar murzschnell rot aus auf der Karte, aber sind sie überhaupt nicht. Und da oben kommt noch ein Krankenhaus hin. Ja. Eine Fahrbahn. Mal eine kleine. Ich kann sie sogar dazu zwingen mittlerweile. Road Connector. Da gibt es keine unerwünschten so. Oh, bin falsch. Ja, du machst das so, als wäre auf der Map, wo er überhaupt einen kompletten PKW und LKW-Verkehr unterbunden hat, als sein Rack drüber. Ja, das war Notlösung, weil Maxi sein Verkehr mich einfach umgebracht hätte sonst. Das war nicht anders gegangen. So, und so, und so. Die eigene Autobahn an, oder was? Wo hast du denn die Autobahnanbindung genommen? Oder das überhaupt? Ist die untere. Ui. Das ist die Hauptautobahn da. Und da habe ich eben
zwei Spuren komplett verhindern müssen, dass sie zu mir kommen. Weil. Ja. Weil sonst hätten sie mich einen Umweg nur mal über einen anderen Stadtbereich. Das haben sie nämlich auch schon probiert. Ach nein? Nein? Was ist das noch? Der Strom? Diese Lampe vor 10 Jahren. Ah, oh, 300 Megawatt? Die LAN-Party vor 10 Jahren, na, danach kommt mein LAN-Video gefunden. Boah, ich bin der komische. Das war das, wo du reingestackt bist mit Hallo! Oh. Oder war das das? Wo jetzt müsste das gewesen sein? Und ich bin der komische, verwirrte Typ mit den langen, damals nur langen Haaren. Aber damals waren es wenigstens noch nicht grau. Und sonst ist der Maxi war, glaube ich, damals noch gar nicht dabei. Plötze war da noch nicht dabei, glaube ich. Oder doch? Boah, ich weiß jetzt. Ich weiß nicht mehr, scheiße. Das Video mit Moria, oder? Ja, genau, mit Moria. Oh weh, er hat mich gefunden. Na! Na, er hat mich gefunden. So, jetzt kriege ich gleich einen Unfollow gleich noch. Hey, okay, ich war damals. Warte, 2011. Was war denn da? Jung und dumm, okay? Damals war es cooler, Emo zu sein, okay? hab ich gehört. Ja, Sachen passieren. Frau Kutsch und Böse, alles klar. Hau rein, Nack. Jo, dir wünsche ich eine gute Nacht. Gute Nacht, ja. Und bis zum nächsten Mal. War das ein Samstag? Oder am Freitag wahrscheinlich, dass ich mal wieder einen Flugstream starte. Donnerstag weiß ich noch nicht, ob es ausgeht, dass ich der Firma bin. Dass ich am Abend nochmal Feierabendflug ausgeht, aber halt Freitag Nachmittag sollte, wenn das Wetter passt. Oder was sagt er denn von Wetter her Freitag? So, das muss ich erklären, wo ist er, was hat es denn überhaupt sind, dass sie da oben dran fangen? Wetter. Okay, nee, Freitag kommt auch schwierig, weil da ist Regen angesagt. Aber ja, mal schauen. So ein Ding irgendwann. Na, das ist laut. Das ist laut. Das ist nochmal nicht. Na, das ist nochmal nicht. Du schaust mit einem so ein Wöhnkraftwerk aus da oben. Ich höre auf der Klasse, er steht ans Schaufel. Warte mal, wo sind da? Was macht heute ein bisschen Energie? Wo ist das Weltkraftwerk? Da ist es. Also, das muss er lassen und das bleibt aber dran. Aber ist auch laut. Das muss er auch dran. Mach mal da oben ein Wellenkraftwerk. Einfach den kleinen Bergsee, zwei kleine Wellenkraftwerke geklatscht. Sehr idyllisch. Ah, was war's? Schöner. Komm jetzt zum Park. Das haut eigentlich ganz gut hier die Ausfahrten, das ist ein wichtiger. At the City Zoo, you can experience the wild in our wildest exhibition yet. Come down this weekend to meet our newest edition, a three-toed sloth named Barbara. She'll hook you with her smile, and hook you again with her curved toes used to grasp trees in the wild. After that, take a gander at another new species,
Dann möchte ich jetzt einmal meinen Deppern habt einige, sonst kriege ich überhaupt nie irgendwelche Fernverkehr da einer. Gefälle zu stellen. Na, jetzt komm. Limit 4 per family while supplies last. We'll look forward to seeing you where the animals live in rooms painted to look like home. The City Zoo. Ah, genau, Müll muss ich noch da. Nö. Wow, einfach so. Dead End. Das war eh geil, oder? Toni, extra Autobahnabfahrt, bumm, Dead End. Genius. Ja, warum auch nicht, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich möchte ich nur den Müll da haben. Da will ich gar nicht zu viel Verkehr da haben. Wow. The Fork. Nein, da gibt's kein Umdrehen. Versteht es aber nicht, warum es da direkt umdrehen wollen. So. Ein bisschen Gelände ausgleichen. Solange ich nicht an See ausgleiche, ist alles egal. Skisteil. Für ein bisschen Hotel, tourismusmäßig, ein bisschen etwas aufbauen da herum. Ach, oh, da brennt es. Den Abwasserstau, den haben wir schon. Ist ein Abwasserstau? Oder? So. Aber er ist halt nicht so groß. Ja, wir haben da nicht so viel Wasser. Also, wir können uns da mit dem Wasser nicht so großartig spülen. Nope. Sonst überflutet es uns da unten die Stadt. Und ja. Eigentlich ist es auch nicht halbwegs gefährlich. Weil bei mir ist es nicht so schlimm. Ja, ich baue einen Berg um. Ja, hast du ein bisschen mehr Probleme jetzt. Ja, wir haben jetzt die Map haben wir zu dritt. Ja, das ist beschissener Strom, ja. Da oben ist ein richtiger Badesee. Ah, warte, wo? Wo ist jetzt da nochmal hoch da? Ja. Das haben wir gleich da oben im beschissenen See da. Da machen wir ein kleines Speicherdach. Und was macht da? Ah, Kernkraft ist auch da oben, okay, passt. Ja, ich hab irgendwas machen müssen, weil der Ding so fluktuiert hat. Deswegen, ja. Ich hab den dann noch geschrieben. Da. Ob macht man da noch einen Campingplatz hin? Sehr schön. Ja, das. Warte, wir nennen den. Beschissener Campingplatz. Oder Poopy McPoopface. Green Lake. Green Lake. Sehr schön. Ah, es ist widerlich. Ja, was?
Netz. Was hast du jetzt da dagegen? So Strahl. Wir haben da ein Netzkernkraftwerk. Kannst du ein Glowing Green Lake nennen. Aussichtsplattform, die geht nicht so hoch, passt, aber so ein kleiner Steg kommt dann. Ist das ein Angelsteg? Eine Angelhütte. Machen wir da mal eine Angelhütte hin. Der Campingplatz direkt neben einem Kernkraftwerk. Ja. Oh, nice. Was tut man nicht alles für die Umwelt? Gegen, du meinst du? Ja, du in eh schon ein paar Zelte aufschlagen, dass du protestieren können. Ihre Proteste machen können beim grünen Lake. Und ein bisschen ein Lagerfeuer. Lagerfeuerlied singen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Na, hübsch hier. Echt jetzt die Fond zuerst oben zu? Natürlich. Da neben es ausschaut, übernehme ich die Mullwirtschaft gleich mit. Sie fahren zuerst hinunter. Okay. Ah, gut. Bisschen Initialstrom brauchen, wie es ausschaut. Klang doch 8 Megawatt. Ich weiß es nicht. Echt? Ist wenig Strom? Ne, jetzt halt. Ich hab jetzt gewundert, wann das alte Windkraftwerk geklang ist. Sie eigentlich, sollte sie eh eigentlich alles verbinden damit. Ah, Firsty. Danke, danke für den Follow. Da, Frost. Hast du First gesagt? Frosty. Ja, sorry. Und gleich wieder anfallen, was ist? Nein! Entschuldigung! Platz da hin und dann ein Trinkpunkt. Lagerfeuer bald hoch. Ah, der da war mein Trinkpunkt-Dings. Nochmal Angelstelle. Das will ich nicht. Nee. Oder will ich das? Eigentlich waren doch Büros gescheit oder da hinten. Nur da vorne. Wo waren wir hier? Oft machen wir da einen kleinen Wald hin. Natürlich ein Wald. Natürlich besitzt. Natürlich ein Wald. Oder wie? Polizei, Strafe, okay. Ah ja. Muss sein. Hoppla, falsch.
eigentlich nicht nur hier hinpassen, sollte das diese eigentlich da oben verbunden. Linie und fertig, ich weiß. Chill. Der Poop dem da ganz schön lang, bis der wo ist. Nur Sicherheit. Ich muss da jetzt ein bisschen aufschieben da. So, dann mal das A. Jetzt wieder einstecken. Ist wieder gut, was? Max, auf dich wieder was mit Pixel habe ich zurück. Ja. Oder einfach du stellst dort einstecken, wenn es braucht. Oder jetzt quasi, ja. Mal schauen, wie lange das ist, da rum oft gut geht. Wenn sie es so macht. Ohne Hauptstraßenanbindung. Irgendwann muss ich echt noch machen wahrscheinlich. Das geht halt lange ohne. Das Problem ist nur, dann irgendwann wird es die Ding-Problematik werden. Problematisch werden die. Wieso? Was ist da? Oh, jetzt wäre problematisch. Yep, jetzt kriege ich ein bisschen Water. Water? Ja, ich habe gerade Water ein bisschen auch in den Berg, weil ich denke mir so, ich muss das la sagen, aber ich will das nicht alles aussagen da. Saugst du es auf, den Scheiß. Da hat mich gerade furchtbar aufziehen, wenn da irgendwo eine Quelle war, von der nichts wisst. Weil wenn ich mitten in die Quelle reinbaue, wäre ich nicht mehr so... Wow! Chill! Was geht denn jetzt ab? Das ist zugegangen. Hallo Welle, wo kommst du her? Da ist eine Welle gerade aufgeschwappt. Richtig hoch gerade. Wow! Wieso gingen da so fette Wellen durch den depperten Staudamm durch? Oder ein Hub Ding oder wer? Hubdamm. Ja. Wow, der fühlt sich gerade richtig schnell. Aber da gingen richtig hohe Wellen durch den Damm. Das gefällt mir nicht. So schlecht muss ich das Ding abreißen. Das geht zu schnell.
muss mich erstmal schauen, dass ich unten alles wegkriege. Oh, er braucht Energie. Ich krieg's nicht weg. Schau das mir an! Oh, kommt daher diese Wellerei da. Aber für dingtechnisch scheint es kein Problem zu machen. Gut, ich wollen werden. Wieder was machen da. So, saugt aus den Scheiß. So. Los geht's, Manda, los geht's! Sag's aus, den. Sag's aus, den Scheiß! Und den muss ich abweisen. Schau mal, was das für komische Wellen sind! Was geht denn? Chills! Chills! Hey! Lass das Wasser drin! Wieso überschwappt's den? Da ist nix drin eigentlich nur! Nein, lass den gleich mal beruhigen zuerst einmal. Holy shit! Beruhigt die Wasser, was ist denn da los? Wow! Was ist das für Wellen? Chill! Die schwappt schon oben drüber und dann. Oh oh. Oh oh. Was geht ab? Wo kommen diese perversen Wellen her? Könnt ihr nicht ausschalten oder so? Aus. Don't do anything. Einfach nur beruhigen, lass das Wasser mal sädeln und geht dahin. Wo ist unten die Wärmepark? Wieso ist das so massiv ekel auf die Strömung? Wie der Wald zu diesem baut. Was geht ab? Okay, na, nevermind. Bau sicher keinen Starter mehr. Tschüss, Wasser! Nein, ich weiß nicht, was da los ist. Das schwappt herrens viel zu übereinander. Da tue ich es lieber alles auch dran und hoffe, dass die depperten Pumpen jetzt wieder von der Flutwelle anfangen. Ich meine, nur habe ich da keine Leute, keine großartigen Dinge, aber. Ah, fuck, gebraucht. Strom brauche ich trotzdem. Die ganzen Dinge. Das ist wieder clevere Geschichte. Da ist ein Haufen Wasser gerade, was da hin. Das ist, was jetzt so ein Berg auch kommt dann. Der hat die aber nicht mehr irgendwie Effekten eigentlich. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich da keinen Damm draus da baue. Ich kann da anbauen. Oh ja, ich konnte das sehr gut anbauen. Das hat mir viel länger dauern.
Schau, wie gut, dass er es nicht erdämmt hat. Das kleine Wändchen ist alles, was rausgeschossen ist. Ah, süß. So. What does it feel like to drive a cloud? What does it feel like to steer a river? Da, der Wasser. Ja, das At Jubilee, we're committed to letting you do the impossible. And now we've succeeded in letting you drive the undrivable. The Jubilee Dementia. The car engineer said shouldn't be made. Test drive one today and experience what scientists for decades claimed was beyond the realm of safe driving. Jubilee, be reasonable or be fast. Curb up with Yakisoba, the noodle masters. No matter what stage of life you're in, we have the perfect noodles for you. From birthday noodles to wedding noodles, all the way to those most final of noodles. Every occasion has a noodle at Yakisoba, so experience something different. Yakisoba, it literally means fried noodles. Gaze at a gazelle. Lock eyes with a lemur, shake hands with a turtle. At the City Zoo, you can experience the wild in our wildest exhibition yet. Come down this weekend to meet our newest addition, a three-toed sloth named Barbara. She'll hook you with her smile and hook you again with her curved toes used to grasp trees in the wild. After that, take a gander at another new species, a new type of bird previously identified as a different type of bird due to a zoological error. Fun for the whole family. Book now and get a free handful of pellets to feed the fish. Limit 4 per family while supplies last. We'll look forward to seeing you where the animals live in rooms painted to look like home. The City Zoo. Müsst ihr. Der Hang da ein bisschen versteckt. Rocco the Blocko on Rock City. Küste empfohlen? Hey, das ist neu. Früher ist aber Küste benötigt da gestanden. Du machst jetzt bei die Dinger. Bei die Abwasserteile. Die kommen jetzt mich alle dahinter rein. Was auf die immer noch Bäume gehen. Und das da machen.
Ja. Vom Park. Ah, da mache ich Observatorium. Ding hier. Ja, Observatorium. Nein. Hauptsache, das geht! Ja, warum auch nicht? So, jetzt haben wir kurz mit Goka Abwasser-Ding wahrscheinlich kurz. Oh ja. Wirklich nicht, weil ich muss erst anschließen ans Netz. Haha. Ich hoffe, die Wellen werden nicht hoch, nur zu hoch. Und da hoffe ich, dass es eine Quelle ist, ja, natürlich. Sonst ist der See gleich nah. So, da ist ja kein Routen, also kann ich keinen Hafen bauen. Nicht so, als wäre beim gestern halt, wo ich noch einen vierten oder fünften Frachthafen dazu gebaut habe. Mhm. Wo sieht denn jetzt eigentlich die Routen? Übersicht, da. Verständlich, okay. Machen wir es halt nochmal. Also, sie ist ein Toaster. Oh, da können wir eine richtige Wöhne hoch. Egal. Dafür gibt doch gar nichts mehr. Auch gut. Aber es schaut aus, dass es funktioniert. Es scheint eine Quelle zu sein. Yep. Bin ja gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis der voll wird. Ja genau, der sollte jetzt da eigentlich komplett aufhören. Hätte man schon fast gedacht, die Feuerwehr steht unter Flammen, aber nein, es ist die Polizei. Feuerwehrarchitektenmensch. Mensch.
Es ist nicht eine Garage, wo es effizient genutzt werden kann. Genau die. Sehr schön. Hab's auch genau da, wo ich drauf schaue. Ja, na, ja, fast auch nicht los. Medizinforschung GmbH, Medizinforschung GmbH, okay, passt. Kunstfleischlabüe. Oh, der Fluss kommt erst noch. Wow, es ist ein dicker Fluss geworden. Hätte nicht erwartet, dass es so ein dicker Fluss wird. Bin ich mal gespannt, wie schnell das der Fluss schwappt. Aber mein Stadt sollte safe sein. Ich hab da jetzt einen Staudamm und ein Ding. Brechen darf er nicht. Sollte zwar das meiste auch gefedert werden, aber nee. Ich werde nicht spielen. Warum konnte ich da noch dazu einbauen? In die City? Hängst gern meinen Knoten zu. Meiner ist unterutilized. Weil Maxi sein System kenne ich mich nicht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Käme nicht aus. Ich muss erst irgendwo einen Platz finden, wo ich das, die U-Bahn hinstellen kann. Warum? So. Das ist direkt der Lohnenberg, da brauche ich es nicht. Max ist übrigens 2,40 gewesen jetzt da. Zeppelins. Glaub nicht, oder? Du bist ein Death Wave. Schau zum Stadtumzug aus bei dir. Eigentlich safe. Aber jetzt, was du sagst, ist safe. Ah, irgendwie. Friedhof wieder. Also, weiß ich nicht, warum hast du die Gegend eigentlich Rockwood? Möchtest du das nicht benennen, mein Toni? Soll ich sie benennen? Was?
Warum die Stadt eigentlich immer noch Rockwood heißt. Sieht man vielleicht. Es wird zu easy. Punkt. Okay. Punkt. Fertig aus. So, Rockwood. Punkt. Fertig aus. Schon da? Ah, die erste Welle ist da. Ah, nein, ist sie noch gar nicht. Ist das. Oh oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Stauder wird überschwappen. Wo die Welle eintrifft. War aber nicht so schlimm, weil für das wir ins Warten starten. Das wird dann die restliche Arbeit da. Wahrscheinlich hätte ich den weiter unten bauen müssen, auf die ich hoffe. Wahrscheinlich ja. Was tue ich, wenn der Starter mit der verkehrten Richtung schaut? Jetzt. Also bei der Angelhütte oben im Green Lake haben letzte Woche sechs Leute, sechs Leute zu Besuch. Nice. Touristen vier. Wo kommen die? Also, der Damm hat eine separate Abfahrt. Ah. Nein, nicht. Mir gefällt Green Lake. Eine Gute.
Was kommt denn jetzt eigentlich da? Der mir kommt da oben hinbauen noch. Oder irgendein Yoga-Platz passt auch gut. Oder sowas. Ich mach da einfach also Bergresort Wellness Dingsbums mit Kirchen mit Zeppelin-Anbindung. Ah ja, ja, ja. Klingt doch am Plan. Ja, irgendwie ein Messkleid aufgekommen. Ah ja, genau, das muss ich auch noch machen. Bus und Bahn, Bus und Bahn und Zeppelin. Momentan. Okay. The most rocking instrument is guitar, right? Well, that's what I thought too, but then I remembered the double guitar. Keep it here for double the rock, double the roll, and double the guitars. Thanks.
Oha. Wir müssen. Geiler Ausblick, aber holy shit, ist das ein passive Ding dahinter aussehen. Ist das Skyline-Café? Ja, Skyline ohne Skyline. Die Skyline ist da hinten. Oder Dropdown-Café. Ein Dropdown-Café, das passt. Wiu, wiu. Direkt neben der Wasserpumpe. Schön. Wow, der Staudamm fühlt sich schnell, das ist verdächtig. Kleiner Bohrturm. Ich glaube, der Ding ist aus. Yep. Ah, dafür ist viel grün. Soll ich dein Ding ummünzen auf Forst? War vielleicht ja. Gescheiter. Mal schauen, ob es überhaupt geht. Das ist mein Gesäge im Geld, das kannst du mir da alles. Ob's Gebiet noch ein bisschen einen Profit macht oder nicht, wenn es einfach denkst, durch Import. Ja, das ist ja der Ding. Bevölkerung. Stehen das Richtlinien, vorgestelltes Ziel. Außer Betrieb, Pumpen sind ins Geschäft, Pumpen sind ins Geschäft, Pumpen Ding. Im normalen Betrieb. Linie unfertig. Ja, Gott, Zeiten. Ich stehe das einfach mal Fuß um. Weil schlimmer kann es nicht werden, das wird gar nichts. Flapp. Jetzt werden sie alle umbauen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die ganzen Netze jetzt drin werden wieder. Dass die Stromnetze jetzt wieder drin werden.
Na, am Anfang ist schon mal gesetzt. Möchtest du lassen, oder? Gibst du wieder auf? Schwächelst du wieder? Ja. Ja. Bist du mit ein bisschen schwächel? Obwohl, du bist aber auch mit einer Büre, Junge. Ja, eben. Mit einer Büre, mit Eisenbahnanbindung. Ah ja, apropos, genau. Ich werde U-Bahn-Anbindung machen an die, weil mir das ist nichts anderes einfällt. Weil ich muss mich quer durch den Berg durch und da um. Sehr gut. Aber ich meine, ich konnte. Eigentlich konnte ich aus der U-Bahn eine normale Bahn machen und sie einfach nur unterirdisch fahren lassen. Genius. Oder? Ging doch noch Plan. Oh. Ja. Also hat sich der Maxi die Hornseite hinten geschnappt, wenn sie. Ja. Wie schaut denn das denn aus? Er hat eigentlich keinen See draus gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat mich eigentlich nicht am See gebaut, der Spinner. Warte mal. Moment. Da bist du. Moment. Ich muss noch was da. Gott, dann sagst du es noch, was du richtig bist. Ich muss mich jetzt der Lehne bauen. So. Nachher kannst du mal ein Sightseeing durchmachen, was der Maxi so verzapft hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das. Oh Gott, ist das teuer! Nein! Du redest mich mit mir! Wahrscheinlich, und dir! Oder so, oder nur Weapon. Nein, egal. Ah, okay. Was heißt, ich lasse jetzt einfach da unten Suche vor. Und. So. Und. Da lassen wir auch noch. Oh Gott, schaut er dich so. Die Leute im Zug werden mir einen Husten, ey. Das ist ja auch der. Das ist ja auch der Bahn, ey. Okay. Alter. Was? Nein. Zuerst einmal mein Hinterfahren. Schneller. Wupp. Ja, bis kurz essen, der Game. Nicht so, ich bist aufgelassen. Hackerzeit. Für beide Richtungen dann. Und die bin ich dann da. Und du hast eh live für. Wow, hast du so wenig live. Wahnsinn. Aber ja, kommt auf. Also ja, und der Maxi hat. Also da ist dein Ding. Ich weiß nicht, wie du es aber gehalten hast. Dein Stuff. Achso, ja, stimmt eigentlich. Jetzt habe ich da. Das ist gerade forscht. Du hast es ausgemacht. Wie schaut es da aus? Oh ja, super fürstelig. Mit super Bam. Ah, die Cracking, genau. Macht das überhaupt noch was? Ja, ich kann das schmeißen mit dem Ding. Wieso hast du da mehrspurige Bahnen gebaut? Bist du wahnsinnig? Was? Wo? Du hast überall nur Ding. Leimarspurige gebaut. Also. Mit Gegenverkehr quasi. Ja. Oh Gott, das kannst du dann selber ausbauen. Ne? Oh mein Gott, was wird das? Also die Nafta-Cracking-Thing-Dingens da. Das wird nimmer gehen dann auch, glaube ich. Warum machst du? Oder? Oder tut er das einliefern? Das dann importieren dann, wenn kein Öl da ist. Automatisch? Ja. Okay. Wenn's bei einem Hauptquartier oder sowas halt für das, du Öl, hast da noch keins. Muss ich haben. Ah. Muss ich haben irgendwo. Das steht. Ich muss mal
Genau, so die Dinger, ne? Irgendwo steht's. Was ist das Ding? Ja, das ist direkt eigentlich bei der Kreuzung, oder? Bei der Autobahn oder Sechsspurigen Ding, den Loop. Oder? Nein, okay, echt nicht. Na, das ist auch so ein cracking Ding. Was ist das? Das ist aber auch nicht. Nö, das ist ein Mitarbeiterquartier, glaube ich. Oder Speicher. Das ist, wenn du ein bisschen außer scrollst, dann ist eigentlich da, wo es Öl füllt, noch ziemlich frisch ist. Du meine, ist der Button. Es gibt kein frisches Öl füllt. Was ist da rum? Ja, der Ding ist da. Achso, so machst du. Ja. Ein Button an sich, okay. Wo das Hauptgebäude ist, weiß ich bis jetzt nicht. Yeah. Ist was auf sich, wenn ich duschen bin. Beschaffung 0, Gesamtding. Ja, was weiß ich. Da wirst du wahrscheinlich nur da sein, halt, dass du nichts beschaffen müssen. Oder nichts. Vielleicht. Ja, an jeden Fall ist da, wo der Superschiene See ist, da hinten hat der Maxi gar nichts. Wo hat der Maxi gebaut? Der hat auf dem Büchel da Renten rundherum baut, weil keine Ahnung warum. Und dann denke ich mir so, ja schön, da ist die Autobahn. Da ist Autobahn. Warum macht das so eine? Der hat's unterirdisch, oder seinen Zulauf gemacht. Und lässt sich da Renten irgendwo rauskommen, oder? Keine Ahnung, ich hab's nicht genau unterschaut. Ich wollte es mir unter der Erde nicht anschauen, weil. Oh Gott! Oh nein! Es ist schlimmer da Renten! Was hat er du? Oh gut! Was ist das? Kennst du den Zustand zwischen Schüttelfrost und Schnappatmung? Na, ich glaube, das ist beim Würgreiz, oder? Oh Gott, was hat er da gemacht? Was ist das überhaupt? Oh mein Gott, siehst du das? Oh mein Gott, meine Augen! Ich meine, das ist jetzt kein Staub, weil wahrscheinlich nicht viel los ist, aber warum? Ist das der rund um dem einspurige Ding, Mama, oder wie? Oh Gott, nein. Wahrscheinlich ist so. Das nicht schon mit Autobahn? Also, das ist Autobahn? Hoffentlich. Warte mal. Ich hoffe wenigstens ein zweispuriger. Hat er ein zweispuriger? Hat er ein zweispuriger? Ja, das ist ein zweispuriger. Aber trotzdem, wir sind in zweispurigen auch schon schlimm. Da wieder abfahrten, random. Da wieder irgendwelche random abfahrten. Da lässt das wieder auffahren. Der hat mal auf und ab. Oh Gott. Er hat da. Warum? Was ist das überhaupt? Ah, der Zug. Also, den lässt er da aus, dem mal hergehen. Ich hätte ihm da sogar mal eine anbärige Dingkreuzung hingebaut, oder nicht? Riste, Der da? Nein. Oder so? Nein, keine Ahnung. Nein, okay, nein, die. Aber die war. Die müsste da kriegen. What the fuck? Er hat da ein Ding da lassen. Er hat da einen Stau da lassen. Siehst du den Stau? Siehst du den Stau? Gott. Siehst du den Stau? Ja, sicher. Ich glaube, da ist er ist das eingeschalten? Despawn ein. Oh, Despawn ist ausgeschalten, deswegen. Von dem her? Ja, aber. Ja, der Ding auf der vorigen habe ich es ausschalten müssen, weil der Maxis ist der Untergang, aber. Das hat sich bis zu mir zurückgestaut, egal ob ich so einen Laufen kaputt oder nicht. Hallo Rusty Nature. Du quasi Multiplayer, wir wechseln die Map durch. Nennen wir es Hot Seat. Ja. Weil das hat jetzt die letzten 4 Tage, hat das da. Okay, 4 Tage. 3,5 Tage, weil heute hat er nichts gemacht. Hat das ein Kollege gebaut. Davor
4 Tage lang das andere Kollege und ich habe heute gerade angefangen, da oben ein Eck zu machen. Das heißt, wir haben so vordefinierte Zonen. Und ja, wir haben gerade geschaut, was der Kollege da letzte Woche oder die letzten 4 Tage verbrochen hat. Abgebrannt. Ah, es tut so weh. Es tut so weh. Und ich finde es auch noch schlimm, er hat ja die mit Dingen anbunden. Er hat die mit dem Monorail gebunden. Mit den öffentlichen. Aber die hält sich das echt gut im Griff, obwohl er da so einen Scheiß benannt hat. Wie weit geht das hier schon zurück? Ja, aber ich glaube, das ist ein Limit. Das geht nicht weiter, wie du wisst das. Das ist gut. Ich lasse mal so laufen, mal schauen, wie weit das geht. Wir sind da tatsächlich ein paar Ampeln noch, was den Verkehr blockieren. Warte, schau nochmal. Das war nämlich, glaube ich, da. Ich meine, irgendwo wäre es wahrscheinlich etwas. Nope, keine Ampel. Ah ja. Das ist nur eine Zustellung. Nur so doof. Ich kann was probieren, aber. Kann das funktionieren? So, diesen hier. Und. So und so. Der darf nicht rausfahren. Diese, das geht eh nicht. So, so, so. Und so, so, so. Ich krieg jetzt ein bisschen besser in den Griff. Was zum? Wo kommen die Autos her? Was zum? Da kommen aus dem Boden Autos. Da können wir das Bohnenautos aus. Jetzt ist es vorbei gewesen, aber. Sind jetzt 3 Bohnenautos und 3 Autos aus dem Buch gekommen. Und vielleicht kann ich nur. Irgendwo kann man einer mich sagen, dass sie nicht über die Dinge drüber dürfen. Über. Das Fußgeh drüber dürfen. Also. Warte, der ist ja riesig gegangen. Du meinst, dass die Fußgänger nicht drüber gehen dürfen, oder? Ja, das kannst du dann mal einschalten. Das ist bei den Kreuzungen. Bei Vorfahrstopp und Ding. Links und beim Traffic. Schon, oder? Oh, ja. Aber die Vorfahrtsschilder ist das nicht. Oder ist das zweite? Oder zwischen Speed und Ding? Ah, ja. Also, pfui, das darfst du nicht drüber gehen. Das darfst du reinfahren. Jetzt auf da drüber gehen. Ach, Zeit. Nein, das ist ja nur scheißegal, gell? Ich meine, das darf man sowieso schon nicht. Da ist eigentlich kein GZ-Stoff, eigentlich darf man sogar nicht drüber gehen. Aus! Ja, die brauchen ein bisschen Anlaufzeit, bis checken und das kann ich mehr. Verlässt die Stadt, du warst zu früh, oder was? Oh mein Gott, das geht in die Gegenrichtung auch noch. Es wird doch schlimmer. Wiu, wiu, wiu. Ah, das lass ich mal ein bisschen aufstauen. So. Gut, weiter geht's. Wenn ich so ein Ding gehabt habe, dann mache ich über die. Ja, das ist das gute Modell. Ist das irgendwie los, dass das verändert hat? Oh, verdammt! Thank you.
aktualisieren. Das ist teilweise dann echt wieder blöd, wenn ich so genau Klick habe. Geht doch. Haha. Hey, jetzt kann ich da wieder große fette Häuser reinmachen. Das gleiche Grün. Fresh. Aktualisierungen waren nur nice, wenn er die irgendwie gescheiter frisst. Nein! Was? Na! Ey, zu wies. Ein Krampf. Achso. Ah. Du ohne lass mir auch ein deppert sterben, hey. Muss. Ja, mir will selber Ding. Mir will selber hosten lassen. Ah. Jedes Mal, was das. Achso, wie schaut's da jetzt aus mit meinem Wasser? Oh, ich bin noch nicht voll, das Ding. Gibt's ja nicht. Wie schaut's da mit Fersteln aus? Ah ja. Wow, ganze 2 Megawatt verursacht das Ding. Ich kann das trotzdem nicht einfach ausschalten.
Okay. Oh, okay, sieht das aus? Warte mal, warte mal, warte mal. Was will ich denn so machen? Das war gerade so geil, wenn ich den da reinbauen konnte und dann mache ich Straßen, dann mache ich einfach einen Durchfahrtsverkehrsverbot. Dann kann keiner reinfahren darf. Und dann. Oh weh! Oh weh! Also wer erwartet, das ist scheiße. Ach, zu steil? Nö, wirklich. Das ist auch schon zu steil, verdammt. Das war so geil gewesen. Was ist das, wenn ich das andersrum mache? Das Gegenteil, Leute. Das war jetzt gerade so gut gemacht. Oh wow, das war spektakulär unglaublich. Eine Schanzen. Oh nein, es ist gerade fertig gebaut.
you want the best, you have got to go big. That's why our cameras are the biggest on the market. Our shutters the loudest. Our lenses the longest. Cameras aren't paperweights. They're tools. Tools used to create. In fact, the most valuable camera is the one that you're afraid to take outside. Falk-Tek. Only the best. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Spots. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to play spots at the elite level I would have liked to. Instead, I invested my energy into getting you the lowest prices possible on athletic gear. Unlike the local spots teams, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices, and that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Just remember, when the game's on the line, who do you count on? Steel Frame Spots. That's who. Check out our ad in the Weekly Nickel. You're listening to Rock City, where all the music is played from cassette. Ja, ich bin gerade beim. Ja, zuerst müssen wir einen Zwischencheck machen, wie weit das Teil auch schon zurückgeht. Also, ich pausiert gehabt. Hahaha. Ha, ha. Und wow, er hat sich sogar aufgelöst. Mein Measurement scheint das geholfen zu haben. Wahrscheinlich hast du ihn jetzt in der Stadt. Wenn ich nur eine Geld habe. Also, wie schaut es eigentlich mit dem Staudamm aus? Wieder voll. Na. Alter, da habe ich mal einen großen Staudamm gelacht. Das ist viel Wasser. Mal schauen. Und dann die Monorail drauf, oder? Was ist das da? So wie die da. Was ist denn da wieder? Er hat es doch weggemacht. Verdammt. Interesting City. Infector 3. Kind of. ich verkackt. Ich ist so verkackt. Nein. Jetzt muss ich es alles neu machen. Nein! Das wollte ich genau eigentlich nicht. Jetzt hätte ich gerade richtig gute Idee gehabt, jetzt ist es weg mit dem Schädel. Ist aber doof, oder? Yeah. It seems that our sands. I'm not sure though. But there is no grass growing over it, so I guess yes. War eigentlich super für Commercial, ja. Auf die
Scheiß mache ich. Sorry if this is not your English stream, but I find it a unique compared to other streamers right now. How much other streamers there are right now? I always try to build unique and chaotic. Thanks. It's kind of a multiplayer thing, but yeah. Not quite yet. Yeah, it's the first rotation, or the third rotation, so. And I just started. Nein, etwas testen. Ah, okay. Könnte ein Park da eine machen, in das sandige. Oh ja, Park. Dann kommt die das mit. Ey, Straßenbahn, scheiße. Bus? Ja, Bus. Bus ist. Da mache ich aber da gar nichts an. Oh, der. Ah, die sind überall. Ampeln. Überall. Gott. Ich hasse Ampeln. Garant.
Die Sandy Landy. Stupid. So. Gott. Gross. Es ist so schier. Ah. That's the trick. Yeah. Good stay. So. Bum, bum, bum. So. Thank you.
Das hast du nicht alles. Okay. Ist fein, ist fein. Die wollen mir doch. Was ist denn da los? Joke, I need to send a guitar and I don't know how many stamps to get. Anyway, keep it here. We've got some great music coming up. Oops. No. So. Not yet. Ah, so schön. es ist so schön. Es ging ja nicht schon leid durch. Aber es überhaupt nicht sein muss. So, oh ja. Flop. Ah ja. Was? Whoop.
oder? Okay, no, 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 no. Ja, muss das lassen, das hilft nichts. Sonst können wir nicht mehr weg, glaube ich. Ich ziehe das Ding fertig, wo das ist. So. Das ist fein. Ja. Okay. Gotta go bad. Zehn vor zwölf. Super, als ob wir über Quantum Raiden, gell? Nope. Score kann er mehr online, oder wie? Girl DM. Nee, na. 2600 Views. Nee. Okay. Ah, safe. Donny Maxius. Safe. Okay. Dann. Oh, immer noch 5 Leiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht und... See ya!